Willkommen zum zweiten Vortrag in diesem Block. Und wir hören jetzt von Tobias Sauerwein, wie wir mit OpenLayers 3 noch schnellere, bessere und kleinere Applikationen hinkriegen. Danke. Ich werde etwas über Werkzeuge erzählen, beziehungsweise ein Werkzeug, das erlaubt, einfacher, komplexere JavaScript-Anwendungen zu entwickeln. Ich arbeite für Camp2Camp, wer uns da noch nicht kennt. Wir arbeiten viel mit OpenLayers 3 und Cesium für 3D-Projekte, aber auch mit QGIS und natürlich PostGIS. Wir stellen zurzeit ein, bei Interesse einfach mal auf unserer Website nachschauen. Das war der Werbeblock, jetzt zu OpenLayers. Es gibt drei verschiedene Arten, OpenLayers zu verwenden. Das eine ist der Full-Build, das ist, wenn man OpenLayers über ein CDN oder einfach über, als NPM-Package verwendet. Der enthält die komplette Funktionalität von OpenLayers. Allerdings braucht eigentlich keine Anwendung die komplette Funktionalität von OpenLayers. Also macht es eher Sinn, ein Custom-Build zu erstellen, was Marc vorhin auch angedeutet hat. Da sagt man zum Beispiel, ich habe einen Tile-Layer von OpenStreetMap, ich möchte vielleicht ein paar Vektordaten anzeigen, etwas Styling. Den DOM-Renderer, den brauche ich nicht und ich brauche eigentlich nur den Canvas-Renderer. Dann erstelle ich mir ein Custom-Build, der genau diese Funktionalität enthält. Dann eine dritte Möglichkeit ist es, die Applikation zusammen mit OpenLayers zu kompilieren. Da bekomme ich dann auch nur die Sachen von OpenLayers, die tatsächlich verwendet werden und ich habe noch ein paar mehr Vorteile, die ich jetzt vorstellen werde. Mal eine kurze Umfrage, wer verwendet Custom-Builds von OpenLayers? Oh. Schade. Vielleicht sage ich an dieser Stelle, Full Build zu verwenden ist nicht gut. Für Prototypen ist es okay, allerdings für Production, da zwingt man die Leute zu viel Code, ohne die runterzulernen. Aber zurück zu der dritten Part. Als JavaScript entwickelt wurde, angeblich innerhalb von 10 Tagen, wurde JavaScript nur für kleine Sachen verwendet, wie zum Beispiel Form Validation oder für kleine Animationen. Heutzutage werden komplette Anwendungen mit JavaScript entwickelt und die Entwicklung von kleinen Anwendungen unterscheidet sich stark von der Entwicklung von komplexen Anwendungen. Zum einen muss man sich die Frage stellen, wie teilt man die Anwendungen in Module auf, sodass man in größeren Teams die Aufgaben verteilen kann, dass ein Team an diesem Modul arbeitet, an diesem Modul und es ist auch einfacher zu navigieren, wenn man die Applikation aufgeteilt hat. Dann stellt sich auch die Frage nach Sichtbarkeiten. Wenn ich eine Klasse habe, möchte ich nur, dass bestimmte Methoden oder bestimmte Attribute als Schnittstelle zugreifbar sind, nicht irgendwelche internen Eigenschaften. Dann bei größeren Projekten ist es auch hilfreich, wenn man Typen hat. Ich werde dazu später noch mehr sagen. Und auch statisches Checking. Wenn ich erst Fehler finde, wenn ich die Anwendung ausführe, dann ist es vielleicht schon zu spät. Mit statischen Überprüfungen findet man viele Fehler auch schon direkt so. Weiteres Thema ist Testing, da werde ich nicht drauf eingehen, was allerdings auch sehr wichtig ist. Die Leute bei Google, die haben ein wenig Erfahrung mit der Entwicklung von komplexen JavaScript-Anwendungen. Für die Entwicklung von Anwendungen wie Google Mail, Google Maps oder auch Google Docs setzen die Google Closure Tools ein, die als Open-Source-Projekt frei verfügbar sind. Die zwei wichtigen Vertreter dabei sind der Closure Compiler und die Closure Library. Marc hat schon was über die Closure Library gesagt. Ich werde was über den Closure Compiler sagen. In vielen JavaScript-Projekten gibt es heutzutage schon einen Preprocessor-Step, einen Minifier, der den JavaScript-Code in zu kompakten JavaScript-Code umbaut. Das macht der Closure Compiler auch. Allerdings untersucht er auch den Code statisch, sucht nach Fehler, führt Checks durch, sucht statisch nach Fehlern und generiert dann einen besseren JavaScript-Bytecode, der dann im Browser ausgeführt wird. An Code-Checks wird einfach ein Syntax-Check durchgeführt. Es werden Variablenreferenzen gecheckt, zum Beispiel, dass eine Variable, die verwendet wird, tatsächlich deklariert wurde. Es wird auch für Common Pitfalls gecheckt. JavaScript ist nicht immer eine einfache Sprache und leicht macht man Fehler, die man vielleicht so nicht finden würde und der Compiler weist darauf hin.
Es werden Optimisierungen durchgeführt, wie Function Inlining und Dead Code Removal. Das werde ich gleich an einem Beispiel zeigen. Und es wird ein statischer Type-Check durchgeführt. Dazu auch noch mehr. Der Compiler hat drei Compilation-Level. Das eine ist Whitespace-Only, dabei werden einfach Kommentare und Leerzeichen und Zeilenumbrüche entfernt. Dann Simple Optimization, dabei werden lokale Variablen umbenannt. Das ist, wie die meisten Code-Minifier arbeiten. Und dann das wirklich Interessante ist der Compilation Level Advanced Optimizations. Dabei wird sehr aggressiv umbenannt. Es werden nicht nur lokale Variablen umbenannt, sondern es werden komplette Klassennamen und auch Methodennamen umbenannt. Und es wird das Inlining und Dead Code Removal ausgeführt, wo wir jetzt ein Beispiel sehen. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Hier haben wir eine kleine Anwendung, die nicht viel macht. Sieht man die Maus? Hier oben definieren wir ein Modul, App. Dann haben wir eine Funktion printHello, die einfach auf der Konsole Hello ausgibt. Dann haben wir eine Funktion, die gar nicht verwendet wird. Dann haben wir eine weitere Funktion, die die Funktion printHello aufruft. Und letztendlich rufen wir Run auf. Das ist viel Code, um eigentlich nur Hello auf der Konsole auszugeben. Das denkt sich der Compiler auch und der macht das draus. Hier sieht man, dass die Funktion SomeUnusedFunction gar nicht mal vorkommt. Man sieht, dass ConsoleLog in der Funktion printHello geinlined wurde in AppRun und AppRun wurde geinlined in das Modul. Also man sieht, dass hier schon viel Code in eine Zeile reduziert wurde. Diese Funktion SomeUnusedFunction, in diesem Fall macht es nicht viel aus, aber wenn man OpenLayers 3 verwendet, dann hat man viele Funktionen, die nicht verwendet werden. Wenn man jetzt mit dem Clojure-Compiler arbeitet, werden alle Funktionen von OpenLayers, die nicht verwendet, entfernt. Und das macht einiges aus. Für das Umbenennen hier nochmal ein kleines Beispiel. Ich habe eine Funktion hello, die ein Objekt O übergeben bekommt. Ich gebe von diesem Objekt O firstname und lastname aus. Dann habe ich eine Funktion run. Hier definiere ich ein Objekt person mit firstname und lastname. Und rufe dann Hello mit diesem Objekt auf. Dann gebe ich das Ganze nochmal auf der Konsole aus. Der Compiler macht das draus. Hier sieht man, dass das Objekt Person umbenannt wurde in A. Diese Attributnamen FirstName und LastName werden umbenannt in A und B. Und hier sieht man dann auch, der Code, der hier in der Funktion Hello verwendet wurde, der hat die Umbenennung auch durchgeführt. Auch in diesem Beispiel spart man nicht viel ein, aber wenn ein Klassenname ganz oft verwendet wird in einer Anwendung, kann man dadurch auch einiges einsparen. Man sieht, der Compiler ist sehr eifrig mit der Umbenennung, aber manchmal möchte man, dass bestimmte Namen gar nicht umbenannt werden. Wenn man, wie zum Beispiel hier, in einem Event eine Funktion aufrufen will, also im HTML-Code oder wenn man ein Angular-Template hat, oder eine API schreibt und will, dass bestimmte Funktionen exportiert werden, dann muss man dem Compiler irgendwie mitteilen, dass dieses Attribut oder diese Methode nicht umbenannt werden soll. Das macht man einfach mit so einer Export-Annotation. Dann zu Typen. Der Clojure-Compiler versteht Typen, die in JS-Doc-Kommentaren angegeben werden. Hier habe ich eine Klasse AppPoint, die mit einem AddConstructor-Tag markiert wurde. Dann kann ich sagen, dass dieser Konstruktor drei Argumente erhält. X, was vom Typ Number sein soll, Y vom Typ Name. Und dann habe ich noch ein drittes optionales Attribut, Z. Weiter unten habe ich eine Funktion DistanceTo, die einen Punkt erwartet, AppPoint, und eine Nummer zurückgibt. Auf diese Art kann ich den Code annotieren mit Typen. Es werden noch weitere Type-Annotationen unterstützt, zum Beispiel um, wie sagt man auf Deutsch, Vererbungsstrukturen darzustellen mit Extends, Implements, Interface, aber auch für Sichtbarkeiten mit Private und Protected. Ja, diese Typen sind ja ganz nett, aber wieso sollte man sich damit abgeben? Ich meine, JavaScript ist eine dynamische Sprache, wieso soll ich die Flexibilität aufgeben? Bei statisch getypten Sprachen wie Java oder C++ braucht der Compiler tatsächlich diese Typen, um den Speicher zu verwalten.
Aber der JavaScript-Compiler oder Interpreter, der braucht das gar nicht. Also warum soll ich mich damit abgeben? Letztendlich für sich selber und für die Kollegen und Kolleginnen, die mit dem Code arbeiten. Um das mal zu demonstrieren. Wenn man entwickelt, verbringt man einen großen Teil der Zeit damit, einfach nur den Code zu verstehen. Den Code, von dem man vor 3 Wochen geschrieben hat, und den Code von Kollegen. Wenn man sich nur diese 3 Zeilen anschaut, man hat hier eine Liste Entries, wo ich drauf eine Funktion aufrufe, die für jeden Entry in dieser Liste EntryDataValidate aufruft. Aber was macht der Code eigentlich? Um das zu wissen, muss ich wissen, was diese Funktion Validate macht. Man kann jetzt im Projekt nach Validate suchen. Vielleicht habe ich eine Implementierung, dann ist es einfach. Vielleicht habe ich aber auch 100. Wenn ich jetzt 100 Implementierungen habe, dann muss ich wissen, was Data eigentlich ist. Das heißt, ich muss wissen, von welchem Typ Data ist. Um zu wissen, von welchem Typ Data ist, muss ich wissen, von welchem Typ Entry ist. Um zu wissen, von welchem Typ Entry ist, muss ich wissen, von welchem Typ Entries ist. Jetzt sieht man das in dem Beispiel nicht, aber Entries kann von einem Funktionsparameter kommen. Das heißt, ich müsste schauen, wo diese Funktion überall aufgerufen wurde. Das ist ein ganzen Haufen Arbeit, um zu wissen, was dieser Code überhaupt macht. Wenn ich jetzt Entries getyped hätte, wüsste ich direkt, was Validate macht. Also man kann viel einfacher den Code navigieren. Die Klasse AppPoint, die wir vorhin deklariert haben, wenn wir versuchen, die mit einem Array, mit 2 Argumenten, mit 2 Elementen aufzurufen, dann beschwert sich der Compiler, dass er eigentlich 2 Argumente erwartet für diesen Konstruktor und maximal 3. Auch sagt er, dass das erste Argument eigentlich eine Nummer sein soll und kein Array. Also so findet man schon einige Fehler, die eigentlich erst während der Laufzeit auftreten würden, direkt während der Kompilierung. Hier unten sieht man auch, dass der Compiler sagt, dass 95% des Programms getyped sind. Das heißt, man muss nicht den kompletten Code typen, sondern das reicht, wenn bestimmte Stellen getyped sind. Und warum sonst noch Types? Viele IDEs verstehen auch diese JSDoc-Type-Kommentare. Das heißt, in der IDE sieht man dann direkt die Dokumentation dazu. Man kann mit einem Tastendruck auf F3 oder je nachdem, wie man es konfiguriert hat, direkt zu der Implementierung springen. Man kann Refactorings durchführen. Das macht die Entwicklung einfach viel einfacher. Um externe Bibliotheken in einem Projekt, das mit dem Clojure Compiler verwendet wird, zu verwenden, der Satz war zu lang, muss entweder die Bibliothek kompatibel zum Clojure Compiler sein, wie es bei OpenLayers der Fall ist, oder die Bibliothek wird extern eingebunden, wie zum Beispiel hier mit jQuery. Hier hat man jQuery und dann die Application selber. Allerdings braucht es dann ein sogenanntes Externs-File für die externe Bibliothek. Und diesem Externs-File wird quasi die Schnittstelle dieser Bibliothek beschrieben, sodass der Compiler damit klarkommt. Wenn ich zum Beispiel eine Anwendung mit Leaflet schreibe, dann würde sich der Compiler beschweren, dass er diese Variable L gar nicht kennt. Deshalb muss ich ein Externs-File bereitstellen, das sagt, ja, Leaflet, das hat so eine L-Variable und dann noch so eine Funktion Map, die diese Argumente nimmt. Und dann kommt der Compiler damit klar. Ja, Leaflet, nochmal zurück zu OpenLayers. Das ist ein kleines Beispiel, wo eine Karte von OpenLayers dargestellt wird. Ich habe hier wieder diese Moduldefinition, Provide App, und dann gebe ich an, welche Klassen ich von OpenLayers verwenden will. Ich habe eine Karte, die View, ein Layer und eine Source, und der Rest ist normaler JavaScript-Code. Um das zu kompilieren, brauche ich eine Config. Hier gebe ich die Source-Dateien an, also ich gebe die Sourcen von OpenLayers an und dann meine eigenen Sourcen in meine Applikation. Ich gebe einen Entry Point ein, das ist da, wo der Compiler einsteigen soll, liste diese Externs-Files auf und kann dann noch weitere Konstanten angeben. Zum Beispiel kann ich sagen, ich möchte nicht den DOM-Render haben, ich möchte nicht WebGL haben. Und natürlich finde ich im Advanced-Mode kompilieren. Vom Tooling her, der Clojure-Compiler ist eine Java-Anwendung. Das ist einfach eine JAR-Datei, die ausgeführt werden kann. Für OpenLayers verwenden wir Clojure-Util. Das ist ein Wrapper um diese Java-Datei.
Das ist ein NPM-Package, das über NPM install installiert werden kann. Damit kann ich dann mit CloudUtil Build die Build-Konfiguration und eine Zieldatei meine Applikation kompilieren. Da ist auch ein Entwicklungsserver dabei, den ich mit CloudUtil Serve und dann die Config starten kann. Und der kümmert sich darum, dann die Abhängigkeiten aufzulösen, sodass ich meine Anwendung im Browser verwenden kann. Warum sollte ich meine Anwendung mit OpenLayers kompilieren? Ah, das war zu schnell. Ein guter Grund ist, dass man nur dafür zahlt, was man eigentlich verwendet, also die Bildgröße, was dann natürlich auch schnellere Ladezeiten mit sich bringt. Es ist einfacher, OpenLayers zu erweitern. OpenLayers stellt einige Erweiterungspunkte bereit. Möchte man aber darüber hinausgehen, kann man mit der kombinierten Kompilation einfacher zum Beispiel Layer erweitern. Und natürlich profitiert man von den Vorteilen von CloudUtil Compiler, wie das Type-Checking, das statische Checking und auch der effizientere Code, der generiert wird. Hier kurz ein paar Zahlen zu der Bildgröße. Der komplette Bild, der hat ungezippt ungefähr 500 KB, JZipped kommt auf 146. Wenn ich die kleine Anwendung, die ich vorhin gezeigt habe, mit OpenLayers kompiliere, komme ich auf 150 ungezippt. Und wenn ich das Ganze dann zippe, dann komme ich auf 53, das ist ungefähr ein Drittel vom ursprünglichen. Nur zur Motivation. Also wer verwendet das? Wir bei OpenLayers natürlich, dann bei Camp2Camp entwickeln wir auch eine Anwendung, die Angular und OpenLayers Treifer kombiniert, das NGO. Dann das Geoportal von Luxemburg und auch von der Schweiz, die werden auch so entwickelt. Dann noch ein paar andere Projekte, zum Beispiel Switzerland Mobility, das wird auch mit dem CloudUtil Compiler entwickelt und noch ein paar kleinere andere. Also das Matterhorn muss man nicht hoch, allerdings ist es eine gewisse Investition, sich mit dem CloudUtil Compiler auseinanderzusetzen und zu verstehen, wie er arbeitet. Meiner Meinung nach ist es wert. Wir entwickeln seit 3-4 Jahren damit unsere Projekte und allein dadurch, dass man den Code einfach navigieren kann, es lohnt sich schon, es ist eine sehr saubere Methode, um größere JavaScript-Projekte zu entwickeln. Wer sich das mal anschauen will, es gibt auf der OpenLayers-Webseite ein Tutorial, Compiling Application with Closure Compiler. Sehr empfehlenswert ist auch die Google Closure-Dokumentation. Es gibt auch ein Buch, Closure the Definite Guide von Michael Bollin. Das Buch beschäftigt sich zu 2/3 mit der Closure Library, allerdings das 1/3 zum Closure Compiler, das ist recht gut. Ansonsten noch ein paar weitere Links und ganz unten alle Beispiele, die ich in diesem Talk gezeigt habe, die sind hier verfügbar. Da kann man dann schön schauen, wie der Compiler arbeitet und kann es ein bisschen ausprobieren. Bin schon durch. Okay, die Slides sind hier verfügbar unter diesem Link. Es sind auch ein paar Slide-Notes dabei. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, Zeit mehr als gut eingehalten. Gibt es Fragen zu dem Talk? Ich stimme Ihnen, was die Vorteile angeht und so weiter, voll inhaltlich zu, hundertprozentig auf Ihrer Seite mit Typisierung und allem, was da dazugehört. Als Informatiker dreht es mir ein bisschen Magen um, wenn ich sehe, dass da Typen, Konstantendeklarationen, Konstruktoren und so weiter im JS-Doc versteckt werden. Da gehören sie nicht hin, das führt zu sehr schlecht lesbarem Code für meine Begriffe. Also eigentlich freit dieser Ansatz, den Sie da haben, den Sie richtigerweise haben, nach sowas wie TypeScript. Um die Frage oder Anmerkung zu wiederholen, die Art und Weise, wie die Typen in den JS-Docs geschrieben sind, das ist nicht sauber, wenn ich das so richtig verstehen kann. Es gehört nicht in die JS-Doc-Dokumentation. Es gehört nicht dahin. Kommentare in dieser Dokumentation. Mhm. Die Idee dahinter ist, dass der JavaScript-Code, der mit dem CloudUtil Compiler kompiliert werden kann, das ist normaler JavaScript-Code, der auch so im Browser laufen kann. Also die TypeScript und die Idee von CloudUtil Compiler, die sind sehr ähnlich. Also es geht um die Typen. Und es ist einfach die Art und Weise, wo die Typen definiert werden. Das ist anders. Also mich stört es nicht so, dass es in Kommentaren ist.
wenn der Clojure-Compiler beschwert sich auch, wenn der zum Beispiel für eine Funktion keine Typen angegeben werden sind, dann sagt er, hey, da fehlen die Typen oder die Typen sind nicht richtig. Also es ist eine Überprüfung durch den Compiler auch. Das ist, darf ich nochmal? Ja. Das ist richtig, aber TypeScript hat zum Beispiel eine super API auch, wo TypeScript auf Server laufen kann und bereits im Editor wirklich live und sehr performant derartige Typenfehler dann anzeigen kann. Und das werden Sie mit Clojure-Compiler, der nur on-demand läuft, nicht hinbekommen. On-demand. Also nur wenn Sie ihn aufrufen, um wirklich zu kompilieren. Also TypeScript hat eine Server-API, wo ich wirklich live aus der IDE raus oder aus dem Editor raus solche Resultate bekomme. Um zu sagen, das Tooling für TypeScript ist wirklich besser, das muss ich zugeben. Da hat Microsoft wesentlich mehr investiert. Für den Development-Server mit diesem Clojure-Util bekommt man so eine Art, also Development Server. Dabei wird der Code aber nicht kompiliert, sondern man nimmt den tatsächlichen Code und der wird einfach im Browser ausgeführt, weil die Typen einfach nur in den JS-Docs sind. Aber mich interessiert TypeScript auch sehr, also das ist spannend. Wie passt das Ganze mit den neuen Konzepten Vue zusammen? Mhm. Die Frage ist, wie das Ganze mit den neuen ES6-Modulen zusammenpasst. Die Idee, da wo wir drauf hinlaufen wollen, ist, diese speziellen Clojure-Module dann durch Module zu ersetzen, die mit den ES6-Modulen kompatibel sind. Da wollen wir letztendlich hin. So, dass, oh, eigentlich. Ja. Die Zukunft wäre, dass der Browser das alles implementiert. Ja. Und das Module laden kann, das muss man das unbedingt gegenüber andere Module oder auf einigen, das ist das der Browser. Das okay, ja, also um es wieder zu holen. Es geht darum, dass dann der Browser auch diese Module verstehen kann und dann auch auflöst. Genau. Zusammengefasst. Ja, also der erste Schritt, um zu diesen Modulen zu kommen, war es, dass wir die Clojure Library aufgeben. Und das ermöglicht uns dann zu Modulen umzuschalten, die kompatibel sind zu diesen ES6-Modulen. Gut, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, dann danke ich dem Tobias.